Herr Dr. Wienhardt, welche Möglichkeiten haben Pfarreien, denen der Umweltschutz am Herzen liegt, energetisch sinnvoll in die Zukunft zu gehen? Ja, ich würde sagen, so wie bei jedem Hausbau auch, sich zu überlegen, wo ist meine Hauptproblematik im energetischen Bereich, entweder beim Stromverbrauch, beim Wärmeverbrauch, bei der Heizung, heize ich mit Öl noch oder mit Gas, kann ich da etwas tun, um auf erneuerbare Energien umzusteigen? Kann ich vielleicht auch im Bereich der Wärmeisolierung etwas tun? Das sind, denke ich, so die Hauptthemenfelder, wo man hinschauen kann. Also erstmal so eine Art Bestandsaufnahme machen. Und zum Beispiel Photovoltaik spielt derzeit eine große Rolle. Wie geht man denn als Pfarrei am besten vor, wenn man sich eine Photovoltaikanlage anschaffen möchte? Ja, die Frage ist, habe ich denn überhaupt ein Gebäude, wo es relevant sein könnte? Wir haben ja relativ viele Kirchen im Bistum Augsburg, aber viele unserer Kirchen sind ja leider denkmalgeschützt. Leider ist so die Frage, es ist ja vielleicht auch, ist ja gut so erstmal, dass sie denkmalgeschützt sind, aber das heißt auch, dass das natürlich für das Thema Photovoltaik meistens nicht in Frage kommt, müsste man im Einzelfall anschauen. Heißt, dass man vielleicht auch über spezielle Lösungen nachdenken muss. Photovoltaik auf Kirchendächern kann man ja auch so lösen, dass man zum Beispiel mit Innendachanlagen arbeitet, wo die Photovoltaikanlage dann nicht mehr ganz so stark auffällt. Wäre durchaus denkbar. Bei moderneren Kirchen ist es dann wieder weniger ein Problem, die keinen Denkmalschutz haben. Manche Kirchen sind auch nicht so steil geneigt, sodass sie kaum von unten dann einsichtig werden, mögliche Photovoltaikanlagen. Also das muss man alles anschauen und prüfen. Und will man es auch wirklich auf eine Kirche zu gehen mit einer Photovoltaikanlage, auch das muss man natürlich überprüfen, auch mit der Diözese nochmal in Abstimmung gehen. Ansonsten, Photovoltaik für Pfarreien bedeutet, mal die kirchlichen Gebäude zu prüfen, die man zur Verfügung hat. Kindergarten, Pfarrheim, Pfarrhaus und so weiter. Da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten. Und dann muss es natürlich um die Statik gehen, um die Frage, hat man das Gebäude noch die nächsten Jahre, auch auf lange Sicht? Muss man da vielleicht irgendwas renovieren, herrichten? Die Dinge müssen natürlich vorher abgeklärt werden, zum Beispiel. Jetzt haben Sie es schon kurz angesprochen, wo gibt es denn Hürden, was muss beachtet werden, neben dem Denkmalschutz zum Beispiel? Ja, also genau, Denkmalschutz ist immer ein Thema, kann ja auch Ensembleschutz sein zum Beispiel. Dann ist Statik ein Thema. Meine Hürden für Pfarreien sind vielfältig. Das kann sein, dass ich über die Finanzierung stolpere, in Anführungszeichen, weil ich natürlich erstmal am Anfang auch Geld in die Hand nehmen muss, um eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bringen. Heißt, je nach Größe der Photovoltaikanlage, dass das auch viel Geld erstmal sein kann. Gut, über die Zeit hinweg spielt sich es auch wieder zurück, weil ich dann natürlich über die Stromkosten einen Einsparungseffekt generiere. Und dann brauche ich ein gewisses Know-how, mich mit den Handwerkern auseinanderzusetzen, im positiven Sinne, dass ich auch Bescheid weiß, was der da macht. Und lohnt sich das auch? Gerade im Moment sind die Strompreise, also die Preise für den Bau einer Photovoltaikanlage sehr hoch, sodass ich auch die Angebote abwägen muss gegeneinander. Dann komme ich in eine unternehmerische Tätigkeit hinein. Die Frage ist, will ich das vor Ort als Kirchenstiftung? Ja, und so weiter. Also das sind so die ganzen Dinge bis hin zum Marktstammdatenregister, wo ich die Anlage anmelden muss. Ist aber alles lösbar, auch als Pfarrei natürlich. Genau, jetzt haben Sie es schon kurz angesprochen. Unternehmerisch tätig sein. Sie haben deswegen auch eine Genossenschaft gegründet. Wann und aus welchen Gründen haben Sie das denn getan? Ja, wir haben 2012 die Genossenschaft gegründet, also jetzt ziemlich genau vor 10 Jahren. Ist aus meiner damaligen Tätigkeit als Gemeindeentwickler entstanden. Wir waren damals mit dem Dekanatsrat über mehrere Jahre hinweg am Überlegen, was wir tun können, um das Thema Nachhaltigkeit auch zu befördern, um Gemeinden zu unterstützen, da Projekte regenerative Energieversorgung auch umzusetzen. Wir dachten am Anfang, naja gut, wir sorgen dafür, dass Pfarreien beraten werden.
haben dazu was angeboten, was aber dazu geführt hat, dass wir gar keinen Effekt hatten. Also es hat nichts gebracht, unser Ansatz, und wir wollten es schon fast wieder bleiben lassen. Und dann haben wir so die Idee generiert, mit Bekannten zusammen, die im Photovoltaikbereich auch international unterwegs sind, vielleicht die Dinge einfach selber anzupacken, und haben dann eine kirchliche Energiegenossenschaft gegründet, um dem Verein anzubieten, ihnen die komplette Dienstleistung abzunehmen und sie zu unterstützen, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bringen. Also, das heißt, ja, soll ich gleich weiter? Ja, bitte, vielleicht erklären Sie es kurz. Eine Genossenschaft fällt mir gleich ein, zum Beispiel Raiffeisenbanken sind ja Genossenschaften zum Beispiel. Mhm. Warum eine Genossenschaft? Ja, weil aus meiner Sicht ist es eine Art kirchliche Vereinigung, ja? So wie ein Verband, ein kirchlicher Verband, Kolping oder KJG oder was es da alles gibt, die ja auch davon leben, dass sich Katholiken zusammentun, aus einem konkreten Anlass heraus, zum Beispiel gemeinsam Jugendarbeit zu gestalten und gemeinsam als Jugendliche im kirchlichen Bereich Kirche auch zu leben, ja, zum Beispiel. Aus der gleichen Motivation heraus, nur mit der Idee, Projekte regenerativer Energieversorgung umzusetzen, wo Pfarreien vielleicht nicht mehr die Kraft haben, das auch wirklich zu tun, aus den benannten Hürden heraus von vorher, dann aber gemeinsam initiativ zu werden und zu sagen, so, wir legen Geld zusammen, wir legen Know-how zusammen, wir bieten komplett die Dienstleistung an, das heißt von der Pacht des Daches hin bis über Finanzierung, Betrieb der Anlage, alle Verträge, komplette Fragestellungen über die Laufzeit hinweg, bis zum Ende auch wieder den Rückbau, sodass die Pfarrei komplett entlastet werden kann und wir übernehmen das und die Pfarrei muss sich keine Sorgen mehr machen. Das ist die Grundidee und als kirchliche Vereinigung würde ich mich da gerne verstehen wollen, weil wir dann auch der Pfarrei vieles zurückgeben können. Das heißt, die nicht nur, dass sie kein Geld in die Hand nehmen muss und sie hat eine Photovoltaikanlage aufs Dach bekommen, sondern sie bekommt auch noch eine kleine Pacht, wenn auch nur eine kleine im Moment. Und über die Stromabnahme, wenn sie zum Beispiel einen Kindergarten unten drin hat, kann man ja direkt den Strom auch liefern an den Kindergarten. Und der Strom kann wesentlich günstiger angeboten werden, als das beim Energieversorger, gerade bei den steigenden Preisen im Moment, möglich ist. Genau, und Sie haben auch nicht das Ziel, da so möglichst viel zu verdienen als Genossenschaft, sondern möchten einfach dem Verein helfen, das umzusetzen. Haben wir das richtig verstanden? Ganz genau, das ist der Hauptsinn und Zweck. Das heißt, wir versuchen maximal für die Pfarrei auch dabei zu denken, dass die den möglichst großen Nutzen an dem Ganzen hat, die nicht bloß die Dienstleistung, sondern auch dann den finanziellen Nutzen, soweit möglich. Natürlich ist es eine unternehmerische Tätigkeit, die wir da verfolgen müssten, auch ein Stück weit. Wir dürfen ja nicht das Projekt oder die Projekte, die wir da umsetzen, über eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren gefährden. Das heißt, wir müssen natürlich auch Rücklagen bilden. Wir müssen schauen, dass die Anlagen sich selbst auch erhalten können, dass dann auch, wenn was ausgetauscht werden muss, repariert werden muss oder wenn der Rückbau organisiert werden muss, dass auch alles möglich ist. Und dann müssen natürlich auch Beteiligte ein Stück weit etwas zurückbekommen, weil nicht jeder sein Kapital für 0% Verzinsung abgeben kann. Auch das muss ein Stück weit gewährleistet sein. Naja, und dabei ist mir noch ganz wichtig, es gibt noch eine weitere Idee, was uns am Anfang die Diskussion eingebracht hat, ob wir denn überhaupt uns so als Genossenschaft gründen können vom Registergericht. Es hat dann schon funktioniert, aber wir haben uns verpflichtet, als Genossenschaft nochmal für kirchlich-soziale Zwecke was wieder zurückzugeben. Das heißt, einmal im Jahr geben wir vom Umsatz eine Spende raus für Projekte, die wir miteinander in der Mitgliederversammlung dann auch vereinbaren. Wir haben zum Beispiel für eine Schule, die ein Pfarrer aus Nigeria uns, da hat er uns halt angefragt, mal 1.000 Euro gegeben zum Beispiel oder auch für Ukraine jetzt, als das gerade mit Corona da sehr problematisch war da unten. Also so für verschiedene Projekte. Das hört sich nach einer tollen Idee an. Wie groß ist denn das Interesse der Pfarreien beziehungsweise wie groß ist das Potenzial und wird es aus Ihrer Sicht auch genutzt?
Also wir haben gestern eine Infoveranstaltung gehabt. Da waren 40 Leute da. Wir haben im Moment sehr viele Anfragen aus unterschiedlichsten Bereichen. Also natürlich in erster Linie von den Kirchenstiftungen. Wir haben aber auch zum Beispiel bundesweit inzwischen Anfragen, weil die Leute im kirchlichen Bereich merken, dass es da eine Genossenschaft, einen Ansatzpunkt gibt, der aus dem kirchlichen Bereich auch kommt und für Kirche mitdenkt. Also zum Beispiel im Bistum Trier aus dem schulischen Bereich, wo wir Gebäude jetzt auch bestückt haben, oder ein Ordinariatsgebäude, ein Verwaltungsgebäude. Ja, im Moment sind gerade viele Kindergärten in der Pipeline, die wir jetzt konkret planen. Das hört sich gut an, auch natürlich jetzt mit der aktuellen Energiekrise wahrscheinlich sehr gefragt. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, für die Genossenschaft, für die Vereine, Thema Nachhaltigkeit? Ja, dass wir diesen Ball jetzt noch viel, viel stärker aufnehmen, weil ich glaube, dass das Zeitfenster für, wo wir noch die Chance haben, dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen weltweit, jetzt immer enger wird. Und wenn wir jetzt als Kirche das schaffen, auch im Sinne des Klimaschutzes, wie es ja unser Klimamanager der Diözese, der Max Markmiller, ja auch jetzt so versucht anzugehen, wenn wir da als Diözese gemeinsam handeln können und gezielt und miteinander hinschauen, da ist, glaube ich, ganz viel möglich. Und übrigens mit der Genossenschaft schauen wir dann nicht nur auf PV, sondern auch auf andere Projekte, wie zum Beispiel Nahwärmenetze oder möglicherweise Windenergie oder Flächensolaranlagen, sodass da, glaube ich, im gemeinsamen Handeln vieles möglich ist. Herr Dr. Winhardt, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne.